Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Heute spannendes Thema. Wir bringen unseren Wagen bzw. unsere Karosserie zu Heiger Autotechnik. Wir bekommen einen maßangefertigten Einschraubkäfig. Für mich wahnsinnig spannendes Thema, weil das jetzt der erste Schritt Richtung Aufbau ist oder beziehungsweise ist der erste Schritt beim Aufbau. Und ich werde die ganzen 3 Tage mit dabei sein und alles filmen und fotografieren. Das war mir persönlich sehr wichtig, dass ich einfach mal ein viel besseres und direkteres Verständnis für die ganze Einschweißzellen-Thematik bekomme. Allein schon der, wie bereitet man die Karosserie vor, was gibt es für Möglichkeiten, was bringt welche Strebe, was muss man wirklich beachten, wie wirken sich manche Sachen auf das Handling vom Fahrzeug aus, was ist sinnvoller, was sollte man lieber bleiben lassen. Und ich bin mir sicher, dass die Jungs von Heigo mir da wirklich super Informationen geben können, weil die sind ja auch schon wahnsinnig lange im Geschäft. Und genau, wir werden da jetzt mal hinfahren und schauen uns das Ganze mal an und bin gespannt auf das fertige Ergebnis. I'm still spitting real bars. That's the type of shit that I should get a deal of. I don't really give a fuck, man, it's their loss. I'm in a house, nigga, Bill Maher. Hold up, numbers don't lie, let's pay for them bitches. Haters don't survive, let's pray for them bitches. And sometimes I wonder who the hell is raising you niggas. I don't wave to you niggas, it's a wave for you niggas. I did a million, yeah, life is good. Now I gotta double up, cause I'm twice as good. Thought they could just do it like Nike could. Fell asleep at the wheel like Tiger Woods. In the middle of your session, I did a million sessions. It's really an obsession. The why you ain't dropping mixtapes, it's investment. I've been feeling like that's the $1 million question, right? Million, yeah, that's a good question. I said that I'ma get a million. Been too busy overthinking shit. I said that I'm just getting started. Yeah. Until I realize a million don't mean shit. Also der Trip zu Heigo war für mich ein wahnsinnig spannendes Thema, weil ich natürlich schon viel über Einschraubkäfige und Einschweißzellen gelesen habe. Aber wenn man da bei einem Einbau nicht mal dabei gewesen ist oder selber gemacht hat, dann hat man einfach noch nicht die Erfahrung. Und deswegen wollte ich unbedingt dabei sein, damit ich da einfach einmal den vollen Einblick erhalte und auch wirklich Fragen stellen kann, die mir dann von Leuten beantwortet werden, die ihr Wissen nicht aus dem Internet haben oder von Freunden gehört haben, sondern halt wirklich das seit 20, 30 Jahren machen. Und das ist bei der Firma Heigo eben der Fall. Die sind schon sehr lange im Geschäft und sind sehr erfahren, haben ein großes Angebot an vom Clubsportbügel bis zum kompletten Einschraubkäfig und machen halt auch eben Einschweißzellen, also das volle Programm. Also als erstes müssen wir natürlich die Karosserie ein bisschen vorbereiten. Wir haben dann ein sehr kurzfristiges Zeitfenster bekommen von der Firma Heigo, weil die natürlich auch immer wahnsinnig ausgebucht sind und sehr viel zu tun haben und haben uns dann netterweise wirklich 3 Tage einräumen können. Und wir sind dann hingefahren, war auch ein super geiler Trip, also Felix und ich mit dem Hänger einmal halb durch Deutschland, war super und dann sind wir dort angekommen, haben den Wagen erstmal vom Hänger abgeladen und haben dann eine erste Führung durch die Hallen bekommen und das super nette Leute, ja, also wurden gleich ganz herzlich empfangen. Am ersten Tag ging es dann los. Der Erik, einer der Geschäftsführer, hat mir dann erstmal alles gezeigt und hat mir dann die Franzi und den Olli vorgestellt. Die zwei waren zuständig für den Aufbau und Olli, alter Hase, also wirklich auch ganz trockener Humor, wo man sich erst dachte so, jetzt 3 Tage mit Olli. Mal schauen, ob das wird, aber es war dann super cool, es ist dann aufgetaut und wir haben dann so angefangen, unsere Jokes zu machen und das war dann echt super geil. Franke an sich ist freundlich und dürfte nur nicht ansprechen. Also Franzi war auch super nett und das war einfach, also ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Wir haben dann angefangen mit dem Hauptbügel, da ging es dann wirklich darum, dass man erstmal die Ankerplatten an der Karosserie befestigt. Also ich habe jetzt hier gerade den Einbausatz gemacht, passend zum Fuß und den kann ich jetzt. Und wo kommt es dann ins Auto hin? Da gibt es dann auch wieder ein spezielles Maß, was die haben müssen. Gibt es eine spezielle Vorschrift, dass du eine Grundplatte brauchst mit so und so viel Quadratzentimeter, dass ich im Endeffekt, wenn du einen Unfall hättest oder einen Überschlag hättest, dass sich der Hauptbügel nicht durchs Bodenblech durchdrückt. 120 Quadratzentimeter brauchst du als Auflagefläche. Ja, der komplette Einbausatz muss 120 Quadratzentimeter haben, Vorschrift vom DMSB. Da kommt jetzt hier jeweils ein 8. Loch rein und hier oben werden Muttern angeschweißt, die werden in dem Holm versenkt und hier unten bohren wir durch, da kann man von unten schrauben. Ne? Dann wird der Hauptbügel gebogen, dafür nimmt man sich einfach ein Rohr und sägt das auf die passende Länge zu. Da gibt es Maße, die sind alle vorgegeben für die speziellen Fahrzeuge, muss dann wirklich nur noch hier und da Millimeter oder so angepasst werden. Dann kommt das Rohr in die Biegemaschine, das ist so das Herzstück von jedem Käfigbauer, weil das ist wirklich vollautomatisch.
du schmeißt ein Rohr rein sozusagen in der richtigen Länge und die Maschine biegt es dann in der Form mit den Rundungen perfekt, wie es eben für das Fahrzeug vorgegeben ist oder beziehungsweise vorgeschrieben. Da gibt es ja noch Unterschiede, also ob du die Innenausstattung drin hast oder nicht, aber das ist grundsätzlich so. Dann muss man wirklich zu zweit, am besten, also Olli und Franzi waren immer zu zweit, haben dann den Bügel, erstmal den Hauptbügel eingebaut und danach richten sich dann alle anderen Maße. Also jetzt bei unserem Käfig geht man vom Hauptbügel, geht man vor zur A-Säule, von da gehen die Türstreben, also die Kreuzstreben weg, die Verstrebung nach hinten, die Diagonalstreben und so, also das ist so das Herz. Hauptbügel drin ist, geht es eigentlich weiter mit der Verstrebung zu den A-Säulen. Also man geht vom Hauptbügel dann vor zum die A-Säule runter, auch wieder bis zum Karosserieboden. Das wird jetzt das Befestigungsteil vom Hauptbügel zum vorderen Seitenteil. Das wird hier eingefräst und angeschweißt. Und das wird dann jetzt eine Verbindungshülse. Ja, das ist jetzt nur zur Montage für uns. Später sind die Schrauben hier nicht mehr dran. Da sind nur noch die vier Befestigungen, ist es so dran. Ja, ich kriege jetzt nicht ganz drüber. Die sind hier so. So kommt es dann. Das ist die Verbindung zwischen Hauptbügel und vorderen Seitenteil. Bei einer Einschweißzelle wird das jetzt hier angeschweißt, aber das wird ein Schraubkäfig, damit du es rausnehmen kannst. Musst du dieses Teil hier dann vorne schieben, dann kannst du den Vorderbau komplett rausnehmen und den Hinterbau auch. Und es war eigentlich ganz gut, dass wir ohne Innenausstattung haben, weil wir wirklich mit der A-Säulenverstrebung direkt an die A-Säule rangehen konnten. Also das heißt, wir haben da wirklich, das ist halt auch das Gute, wenn man die Karosserie vor Ort bringt, weil halt dann wirklich auf solche Sachen oder beziehungsweise es dann wirklich noch perfekter an die Karosserie angepasst werden kann. Ist bei einer Einschweißzelle natürlich ein ganz anderer Fall, ist natürlich noch perfekter und noch besser und noch steifer alles, aber in unserem Fall ist das jetzt halt eben so. Sobald die A-Säulenverstrebung drin ist, geht es eigentlich weiter mit der Verstrebung an den hinteren Radkasten. Wird es durchgebohrt und da kommt von Verbindung von der B-Säule vom Hauptbügel ein Längsrohr drauf. Das Ganze auch schraubbar, damit man den Käfig halt auch wieder rausbekommt zur Not. So, jetzt messe ich auch mit dem Winkel angezeichnet für das hintere Seitenteil oben. Den messe ich jetzt raus und dann schneiden wir es an der Säge schräg. Ich passe jetzt die Hülse an, um das Seitenteil hier oben zu befestigen. Es wird genauso verbohrt hier, dass man es nachher rausziehen kann, sonst kriegst du den Bügel nicht aus dem Auto. Ne? Als nächstes kommt dann die Verstrebung zwischen den zwei A-Säulen. Hier ist das Rohr auch dreimal gebogen. Auch sehr wichtig, weil es die Verstrebung ist zwischen den zwei A-Säulen. Dann geht es weiter mit der hinteren Diagonalstrebe. Wir werden jetzt mit Hilfe von diesen Ohren vorgefertigte Laserteile in die Diagonale anheften. Dann werden wir zuerst mit den Ohren, mit dieser Aufbaustange und den Gripzangen werden wir das befestigen. Fahrerseite oben, Beifahrerseite unten. Danach wird das Loch-Loch-Maß gemessen und danach fertigen wir dann die Gewindestrebe. Sprich, dass man auch einfach nochmal von dem rechten Radkasten zum Hauptbügel eine Verstrebung hat. Sobald das dann drin ist, bekommt der Hauptbügel dann nochmal ein Versteifungskreuz. Wir werden jetzt hier ein durchgehendes Rohr reinmachen. Hier oben, also von Fahrerseite oben nach Beifahrerseite unten. Es wird eingepasst, eingefräst, angeheftet. Und hier kommen dann zwei kurze Teile rein als Kreuz. Später wird dann hier kommen dann noch zwei Teile rein als Gurtrohr und später noch zwei Knotenbleche als Verstärkung. Aufpassen müssen wir jetzt hier, wenn wir das Rohr hier anpassen, dass wir nicht so weit hier an diesen Gabelkopf rankommen, dass es später noch lösbar ist, dass wir es rauskriegen und dass das Gurtrohr auf der richtigen Höhe sitzt, dass der Gurt, also wenn der Fahrer in seinem Sitz sitzt, dass der Gurt maximal waagerecht, am besten noch leicht nach hinten fällt. Das ist wichtig. Wenn die Gurtstrebe zu hoch ist, es ist ja vorgeschrieben, dass es, also wie gesagt, wie ich gerade schon erklärt habe, maximal waagerecht steht oder leicht nach unten.
dann ist das Zugverhalten vom Gurt schlecht für die Schultern. Ja? Also wenn du stark bremst oder hast einen Unfall und es zieht dich nach vorne, ist es besser, wenn der Gurt leicht nach unten ist. Da könnte man auch einfach nur eine Diagonale nehmen. Ich wollte einfach aus optischen Gründen, und dass es nochmal ein bisschen steifer ist, die X-Verstrebung haben. Und sobald das drin ist, kommen dann auch schon die Gurtstreben rein. Ja, Gurtstreben. Wichtige Information, was wir dort vor Ort gelernt haben, ist am besten, wenn ihr die Karosserie zum Käfigbauer bringt, haut die Sitzkonsole rein, haut den Sitz rein, ja, weil es sind alle Sitze ein bisschen unterschiedlich. Ja. Also du hast halt wirklich, die Gurtdurchführungen sind bei den vielen Sitzen einfach unterschiedlich hoch. Beim nächsten Auto bitte Sitz mitbringen. Wenn ihr zu Hause natürlich einen Eisschopfkäfig reinbaut, habt ihr die Maße ja oder könnt ihr sie vorher nachmessen. Wir haben den Ergo M, den wir dann haben, im Internet rausgesucht und die Maße genommen. Danach halt dann einfach so ein gesundes Zwischenmaß, falls es doch nicht derselbe Sitz wird. Es war ein bisschen kompliziert. Deswegen einfach, wenn ihr zum Käfigbauer fahrt, haut die Konsole rein, haut den Sitz rein. Und dann ist alles im grünen Bereich. Was auch noch ein wichtiges Thema ist, wir haben jetzt hier von unterer A-Säulenverstrebung bis obere A-Säulenverstrebung haben wir hier noch diese Diagonale drin. Auch hier wäre es wichtig, dass man die ungefähre Lenkradposition hat. Die A-Säule haben wir probiert, ob es beim Lenken stört, dass du, wenn das Lenkrad umfasst, mit dir hängen bleibst. Da du leider dein Lenkrad vergessen hast, mitsamt der Lenksäule. Gehen wir davon aus, dass es so funktioniert. Okay, das Lenkrad ist hier. Ja, also du musst aufpassen, dass du hier vorbeikommst, aber es schaut ganz gut aus. Okay. Sollte es Probleme geben, müssen wir hier einen Knick reinmachen. Was passiert, oder was für ein Aufwand ist es, den Knick reinzumachen nachträglich? Du müsstest denn im Endeffekt, wenn ihr das Auto zusammengebaut habt, anzeichnen, wo der Abstand zu knapp ist, und genau da würden wir einen Knick nach außen machen und würden dann hier die Versteller mit dem Splint sichern, dass ich es nicht mehr verdrehen kann. Aber da müssen wir natürlich wieder zu euch auf den Hof kommen. Ja, oder du schickst es rüber per Post. Okay. Also das heißt... Oder die Franzi kommt hoch und biegt es per Hand. Ja genau, zur Wiesen halt, zur Motorradfest. Zur Wiesen, genau, zur Wiesen. Da ist auch wichtig, dass man halt eben dann eben die Sitzposition hat, ja? Weil wir keine verstellbare Pedalbox haben, also keine verstellbare Pedalerie. Das heißt, wir haben eigentlich so gesehen bloß eine perfekte Sitzposition, sagen wir es mal so. Und wenn die dann nicht zum Lenkrad passt, oder beziehungsweise wenn das Lenkrad dann perfekterweise da ist, wo gerade die Strebe durchgeht, dann könnten wir ein echtes Problem kriegen. Das wissen wir jetzt noch nicht, weil wir eben jetzt erst den Sitz und das Lenkrad reinbauen, beziehungsweise die ganze Lenkung. Eins habe ich noch vergessen, für die A-Säulenverstrebung ist es ganz wichtig, dadurch, dass wir hinterm Dashboard, also hinterm Armaturenbrett durchgehen, haben wir die Armaturenbretthalterungen abgetrennt. Weil hier unser Seitenteil runterläuft, ich kann das mal kurz reinhalten. Das kommt denn so hierher, und wie man sieht, wäre der Halter sonst hier im Weg gewesen. Ja? Der wird später hier abgeschnitten, hier ungefähr. Und wird dann hier an dieses Seitenteil wieder verschweißt, dass man das Armaturenbrett wieder befestigen kann. So, wir werden jetzt versuchen, das Armaturenbrett auszuschneiden, damit es später wieder in das Auto passt. Und deswegen haben wir hier die Lichte vom vorderen Seitenteil angezeichnet, links und rechts. Das schneiden wir aus und dann schauen wir mal, ob es passt. Ja, im Endeffekt müssen wir darauf achten, dass wir nicht zu viel wegschneiden, weil das Armaturenbrett geht ja später wieder bis hier vor. Und dass wir hier so knapp wie möglich entlang schneiden, dass später nicht zu viel Luft ist. Ja. Warte mal gleichzeitig nach. Wie ist das? Und war das jetzt schwierig, das anzupassen? Selbstverständlich. Ja, okay, du musst genau rausmessen, ja? Am besten hier die Breite gemessen, von innen, Rohr zu Rohr. Und das auf dem Armaturenbrett angezeichnet, hast du hier schon mal die Lichte, ja. Und dann langsam Stück für Stück rausschneiden, bis es ganz drin ist. Und dann muss man ein bisschen Glück haben. Also, Halter haben wir abgeschnitten, Farbe abgeschliffen, hier angeheftet. Ja, werden wir nachher noch besser verschweißen, werden wir den Käfig ausbauen.
Armaturenbrett wieder angeschraubt. Passt. Was ich persönlich ziemlich perfekt finde, weil zum Beispiel bei Felix seinem E46 ist es so, der hat einen Einschraubkäfig vor dem Armaturenbrett. Jetzt musste er seine Rückspiegel abnehmen und durch Sandler-Rückspiegel nach hinten, die leicht nach hinten versetzt sind, weil natürlich der Spiegel ist ungefähr hier, würde ich jetzt mal sagen, so. Und wir können hier direkt eigentlich noch ziemlich gut durchsehen. Wenn aber jetzt die A-Säulen-Verstrebung auch noch hier ist, wenn zwei Verstrebungen sind, dann siehst du einfach nichts mehr. Ja? Und ich hoffe sehr, dass wir die Originalspiegel fahren können. Zweiter Vorteil ist, dass wir hier mit der A-Säulen-Verstrebung wirklich direkt an der Karosserie anliegen und dadurch auch nochmal einen Hauch mehr Steifigkeit bekommen. Das Dachkreuz rein. Wichtig dabei ist, dass wir hier, wo der Maßstab gespannt ist, das sieht man schon von der Höhe her, nicht so weit rauskommen. Wenn später das GFK-Teil eingeklebt wird, dass da keine Probleme gibt. Trotzdem müssen wir halt gucken, dass wir so weit wie möglich nach oben kommen, wegen der Kopffreiheit vom Fahrer. Dadurch, dass das ein Kreuz wird, kommt er hier auch noch ein Rohr rüber mit Knotenblech, das von der Helmfreiheit her auf jeden Fall noch Platz gegeben ist, auch wenn man ein größerer Fahrer dran ist. Dass es sich auf keinen Fall in den Kopf stößt. Und deswegen spannen wir hier den Maßstab drüber. Hier kommt dann auch nochmal was drüber, weil das Dach ist ja gewölbt. Dass wir auf keinen Fall oben anstoßen, aber auch so wenig Platz wie möglich verschenken. Zuerst wird das durchgehende Rohr angepasst. Das kommt von der Fahrerseite vorne nach Beifahrerseite hinten. Das wird als allererstes eingepasst mit einem Knick in der Mitte, ja, wo das dann so weit wie möglich raufgeht. Und danach werden die kurzen Teile angepasst. Und ganz zum Schluss die Knotenblätter. War auch nicht so ganz einfach, ist aber auch eine feine Sache, dass wir keine Innenausstattung haben, weil wenn der Himmel noch drin ist, dann trägt er natürlich auch noch mal ein bisschen auf. Ja? Und vor allem Schiebedach zum Beispiel. Die Kassette von dem Schiebedach, das trägt er alles ein bisschen auf. War in unserem Fall komplett raus. Mit dem Schiebedach-Panel sind wir jetzt wirklich, also da ist wirklich ein halber Zentimeter, wenn überhaupt, dazwischen. Das heißt, wir sind wirklich Maximum oben, was geht. Und das hilft uns halt einfach, wenn wir später fahren, weil wir einfach mehr Luft nach oben haben. Freunde, heute Tag 3. Wir werden heute das Auto fertig machen. Und Olli, was machen wir heute? Wir nerven heute die Franzi. Als nächstes kam, das war dann ein bisschen komplizierter, haben wir die Türkreuze bekommen. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Ich habe auch den Nikolas gefragt, was die beste Alternative oder was die sicherste Lösung ist. Die sicherste Lösung ist wirklich zwei gerade Streben von A-Säulenverstrebung bis zum Hauptbügel, zwei gerade Streben, einfach weil dann kein Rohr gebogen ist, weil es immer stabiler ist. Ja? Ich habe mich einfach aus optischen Gründen, ich finde es einfach besser für die Kreuzgeschichte hier entschieden mit den Knotenblechen. Ist eine optische Sache. Ja? Ich finde es geiler. Kann man machen, wie man lustig ist. Stabiler sind die geraden Streben. Wir haben die geringsten, was das ist. Jawohl. Manchmal sieht man auch zwei, drei Streben, dass man halt einfach noch mehr Sicherheitsschutz hat. Ist vor allem interessant, wenn man GFK-Türen hat, ja, wo auch keine Verstrebung dann in der Tür ist, weil so eine GFK-Tür, dann trittst du dagegen, dann ist da ein Loch drin, so ungefähr. Und vor allem, wenn du halt einen seitlichen Einschlag hast, dann sind drei Rohre einfach besser als zwei. Das Ganze wird erstmal provisorisch reingebaut. Die Ankerplatten werden angepunktet. Und sobald wirklich alles passt, wird alles fest verschweißt, nochmal auseinandergebaut, zum Lackieren gebracht und sobald das dann trocken ist oder zum Pulverbeschichten, in unserem Fall ist es lackiert. Das war auch zeittechnische Gründe, weil wir hatten wirklich nur ein kurzes Zeitfenster und Pulverbeschichten wäre dann nochmal zwei Tage gedauert oder einen Tag und die Zeit hatten wir einfach nicht. Ja. Wir werden jetzt beginnen, den angefertigten Käfig in den BMW einzubauen. Zuallererst sollte man darauf achten, dass die Einbausätze fachgerecht eingebaut worden sind. Sobald es Einschweißteile sind, müssen sie vorne in der Fachwerkstatt eingeschweißt worden sein. Wie man hier sieht, 50-70% verschweißt, grundiert, lackiert in der Farbe, wo man es gerne hätte. Und dann werden wir anfangen. Zuerst muss der Hauptbügel ins Auto gestellt werden.
here we go, here we go again. Put in work, you can't go around going in. I done told you bitches, showed you bitches my life in motion picture. I am so focused in. Never asked for a handout like Oprah, friend. Drink a lot of whiskey, don't put soda in. My ex said that I'm a dog, I'm a Doberman. Better off living single like Overton. I just did a million off of Ableton. I just did a million off of Ableton. Showed up at the label late again, it's safe to say that. Hier haben wir bei diesem Modell jetzt hier ein Flammenschutzkreuz verbaut. Ganz wichtig, wenn ihr bei uns einen Käfig bestellt mit Flankenkreuz, bevor ihr diese Einschweißplatten ins Auto schweißt, immer den Käfig mit Flankenschutzkreuz ins Auto stellen und dann erst die Einbausätze heften. Sonst habt ihr später, wenn ihr das Kreuz einstellen wollt und einbauen wollt, ein großes Problem. Weil diese Gabelköpfe nicht mehr verstellbar sind. Bei einer normalen Flanke habt ihr das Gewinderohr, wo ihr nachher noch verstellen könnt vom Maß her. Beim Flankenschutzkreuz sind die Gabelköpfe fest. So Leute, das letzte Teil kommt rein, dann ist der Käfig fertig. Franzi, ja, die gebührt dir, die letzte Schraube. So, der Käfig ist drin. Olli, mein Lieber. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Vielen, vielen Dank für die Zeit und deine Expertise, deine Ruhe, deine Fachkenntnis. Ich hatte eine wirklich gute Zeit. Vielen Dank für alles. Kein Problem. Schön, dass du da warst. Schön, dass du wieder gehst. Ich komme wieder. So, Franzi hat auch ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen. Franzi, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir haben uns reingehangen. Super geiler Käfig. Und jedes Mal, wenn ich einsteige, werde ich an euch denken. Das ist gut. Was sagst du zum Abschluss? Schön war's. Tschüss. Tschüss. Boah, Olli, ich bin weg. Was, wie sagt der Bayer zum Abschied? Habe die Ehre. Servus, Pirti. Eine wahnsinnig interessante Erfahrung. Es ist ein wahnsinniger Zeitaufwand. Ja? Also wenn man wirklich jedes, also es wird gemessen, dann wird gebogen, dann wird gesägt, dann werden Bügel oder Streben wieder reingebaut, dann gibt es so Platzhalter leeren, dann muss man es wieder raus, dann muss man bohren, dann muss man sägen. Wie oft muss man im Normalfall so eine Steine rein- und rausbauen? Ja, ja, vom Einpassen her? Ja. Wenn es ideal läuft, nur zweimal. Aber die Realität würde ich mal sagen, 4-5 Mal. Und? Achtung, Punkt. Punkt mit B. Und mit welcher Präzision und Erfahrung Olli und Franzi und auch die anderen, also Nikolas und Erik, zu Werke gehen, das ist wirklich beeindruckend, weil die machen das seit 20, 30 Jahren. Also das ist ein Familienbetrieb und der Nikolas und der Erik haben das vom Vater übernommen und da ist einfach Erfahrung von fast 50 Jahren vorhanden. Und das merkt man einfach in jedem Handgriff. Also das ist wirklich, das geht zack, zack, ein Handgriff nach dem anderen. Und das war wirklich sehr beeindruckend, da dabei zu sein und auch die Erfahrung gemacht zu haben, weil ich jetzt einfach ein viel besseres Verständnis habe für jeden einzelnen Arbeitsschritt, was uns auch bei späteren Autos wieder hilft, wenn wir die Karosse vorbereiten, wenn wir zum Beispiel auch Arbeit einfach abnehmen können, wie zum Beispiel an den richtigen Stellen schon mal den Lack abschleifen und so weiter. Oder wenn wir wissen, gut, wir bauen jetzt ein Driftauto, wir bauen jetzt das, wir bauen jetzt für den Einsatz, dass wir einfach viel besser wissen, macht eine Einschweißzelle mehr Sinn, macht eine Achsanbindung mehr Sinn. Und das war für mich einfach wahnsinnig spannend. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch allen, die das möglich gemacht haben, weil vor allem bei Nikolas, bei Erik, bei Olli und bei Franzi. Es war super, also super spannend, super spaßig. Wir sind dann, ich habe echt viel gelacht und wir hatten echt viel, viel Spaß zusammen. Hat die Franzi das schön geschweißt? Ich hoffe. Ja, du hoffst. Passt das, Franzi? Na, logisch. Das ist ganz wichtig, immer für Marco. Absolut sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Und ich kann nur jedem empfehlen, geht zu Heigo. Super Firma, super nette Leute und das Ergebnis ist auch super gut. Und ich bin echt schon wahnsinnig gespannt, wie sich das Gerät auf der Strecke anfühlt.
Eine geile Sache war noch, ich habe dann, weil ich natürlich wollte, dass Franzi und Olli, die ja wirklich 3 Tage mit mir jede Minute an dem Käfig gearbeitet haben, wollte ich, dass sie sich verewigen. Und dann haben wir einfach noch 2 Plates gemacht, wo die 2 sich verewigt haben, made by Olli und Franzi. Und die werden wir jetzt noch nachträglich dann anschweißen. An der Stelle, wo man sie immer sieht, nämlich an der hinteren Strebe, dass wir immer, wenn man quasi einsteigt, sieht man von außen, wer den Käfig gebaut hat. Und das war mir wichtig, weil es ist eine Erfahrung. Das ist für mich eine wahnsinnig spannende Erfahrung, das gemacht haben zu dürfen. Weil es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man 3 Tage bei einer Firma, die auch wirklich viele Aufträge hat, uns ermöglicht, da dabei sein zu dürfen. Und für mich, ich fand das alles wahnsinnig spannend. Und genau, also ich werd das Erlebnis nie vergessen und freue mich aufs nächste Auto. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war informativ und nicht zu kurz und nicht zu lang. Und wir machen auf jeden Fall weiter. Es kommen jetzt noch wahnsinnig spannende Themen. Als nächstes kommt Innenraum lackieren, dann kommt noch Kabelbaum, dann kommt Hitzeschutz, es kommt Vorderachse, es kommt Hinterachse, Bremsen, Fahrwerk, Innenraum, Sitz, Lenkrad. Es wird der Wahnsinn. Also wir sind ja schon ein bisschen weiter, als ihr jetzt gerade seht. Und es macht unglaublich viel Spaß, das Ding zusammenzubauen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann lasst uns ein Like da, abonniert uns und followt uns. Und bis zum nächsten Video. Wow. Yeah. Oh, yeah. And I'm 1,000,000% me. 1,000,000.